Was geht, Leute? Herzlich willkommen. Ja, bei der ersten Folge Multinubing. Ich weiß, wer es kennt von Das Freaky oder Freaky Zock, wie er früher hat. Ich habe es ein bisschen von ihm geklaut. Ich habe es irgendwie so ein bisschen von ihm geklaut. Und oh Gott, da will ich mich jetzt schon mal für entschuldigen. Aber mir gefällt dieses Prinzip einfach nur und ich wollte es auch mal machen. Und ja. Wer es nicht kennt, das ist einfach, ich werde so ein paar Multiplayer-Spiele spielen. Das war's auch schon. Und darin werde ich halt ein bisschen abnuben. Ah, da ist einer. Oh, Junge, Alter! Oh mein Gott, von hinten, Alter! Stehst drauf, von hinten zu kommen, ne? Genau wie deinem. Nein. Ich snap lieber weiter. Zur Not kann ich auch noch die HK nehmen. Junge. Junge! Alter. Ich stehe wieder jetzt. Genau. Oh, Junge, Alter. 1-4, ey. Boah. Boah. Sagte ich nicht letztes Mal schon mal, dass ich in Aufnahmen nicht so gut bin in dem Spiel? Ich hoffe, es ist bei anderen Spielen anders. Zum Beispiel in Minecraft. Ah, unser Team. Okay. Kommt keiner? Doch, da kommt einer. Nein, kommt doch keiner. Babi. Muss nachladen. Oh Junge! Ich will die ganze Zeit meine Kills klauen, Alter. Ja, immerhin nur noch 4-5. Okay, komm, jetzt muss ich mal ein bisschen abgehen. Nein. Jetzt muss ich mal ein bisschen abgehen, wirklich. Oh, der war nice. Ja, und dann kämpft da so ein fetter Hurensohn, Alter. Und wie kann er durch. Okay, der nicht. Ich dachte schon, der hätte mich durch eine Wand getötet, Alter. Alter, was ein Schwanzlutscher, Alter. Und die kriegen den nicht down. Die kriegen den nicht down. Alter. Junge! Alter. 18,5. Klar. 3 HP. Die ganze Zeit mit 3 HP. Willst du mir. Genau! Ich treffe ihn selbst mit der. Alter. Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Junge. Du da. Danke! Mein Gott! Er wird sich auch einen Arsch ablachen, Alter. Wie der nicht gestorben ist einfach, Alter. Angetötet. Klar! Angehittet. Natürlich, wir hitten jetzt mal alles an hier. Nichts mehr töten, nur noch anhitten. Boah! Immer diese Zombie-Fotze, Alter! Oh, ich wette, mein Mikro übersteuert schon die ganze Zeit, also da will ich mich nochmal entschuldigen. Ich weiß auch nicht, falls jemand mal einen Tipp haben könnte, wie das nicht mehr so ist, dass es übersteuert. Ich bin für Tipps immer offen. Das würde mich sehr freuen. Weil dann wäre auch für euch die Qualität besser. Ja, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.